Hallo Yu-Gi-Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag den Judge, eurer Anlaufstelle für Regelfragen rund um das Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel. Viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. Ihr habt mal wieder reichlich neue Regelfragen gestellt und hoffentlich auch Antworten bekommen. Und dieses Mal habe ich mir auch wieder 10 Fragen aus eurer Kommentarsektion rausgepickt, die ich jetzt nochmal hier persönlich vorstellen und nochmal näher erklären möchte. Bevor wir allerdings loslegen, gibt es auch dieses Mal wieder eine nette Kleinigkeit zu gewinnen, damit sich das Zuschauen sogar doppelt für euch lohnt. Und diesmal haben wir von Ultimate Guard einmal die Katana Sleeves in einem Fashion Dunkelrot. Außerdem legen wir auch nochmal eine Synergy Deckbox obendrauf, diesmal in der Farbkombination Dunkelblau und Rot, frei kombinierbar in allen möglichen Farbvariationen, damit ihr dann auch für euch das richtige Pärchen euch vielleicht sogar zusammenstellt. Und um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr auch nur 3 einfache Dinge getan haben. Ihr müsst nämlich einmal das Video liken, ein Abo auf unserem Kanal dalassen und natürlich einen netten kleinen Kommentar in Form einer Regelfrage zusammen mit dem Hashtag FragDenJudge unter dieses Video schreiben. Dann seid ihr in der Verlosung mit dabei und wir drücken natürlich wie immer ganz kräftig die Daumen. Toi, toi, toi. Und jetzt legen wir los mit den Regelfragen für diese Mal. Und die erste Frage aus dieser Folge fragt den Judge, ist eine Korrektur aus der letzten Folge, denn da ist mir tatsächlich ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar war die Frage hier in dem Kontext mit dem Phantom von Jubel. Hier war nämlich die Frage gestellt worden, sie sagt ja selber, dass man sie nicht als Fusionsmaterial verwenden darf. Es ist aber nicht jetzt die Frage aufgekommen, ob man sie selber auch für die Beschwörung verwenden kann, denn es ist zwar eine Spezialbeschwörung, keine Fusionsbeschwörung, aber die Vermutung war hier, dass sie wahrscheinlich nur wegen dieser Einschränkung auch nicht als Material verwendet werden kann, sondern nur mit Karten wie Albtraumthron wieder zurück ins Extradeck wandern könnte. Und tatsächlich ist das richtig, denn das Problem bei der Beschwörung von Phantom von Jubel ist, ihre Beschwörung selber ist tatsächlich, zumindest wenn man sie über ihre Beschwörungsmechanik entsprechend beschwört, keine Fusionsbeschwörung, also im klassischen Sinne über einen Fusionseffekt, sondern eine Spezialbeschwörung. Der Kniff an der ganzen Geschichte ist, dass die Monster, die für die Beschwörung von Phantom von Jubel benutzt werden, als Fusionsmaterial behandelt werden. Und das ist genau die Einschränkung, die Phantom von Jubel hat, nämlich sie darf selber nicht als Fusionsmaterial verwendet werden. Das heißt, hier schließt sie sich selber für die Beschwörung von einer weiteren Kopie von sich selber aus und darf dementsprechend dort auch nicht für die Spezialbeschwörung von einem weiteren Phantom von Jubel verwendet werden, sondern muss dann, wenn man noch mehr als 2 Kopien von Phantom von Jubel beschwören möchte, entsprechend die erste Kopie auf andere Art und Weise hier, beispielsweise über den Albtraumthron, wieder recyceln. Ich bitte hier, den kleinen Fehler von der letzten Folge zu entschuldigen. Das ist wieder so eine kleine Geschichte aus der Ecke. Der Teufel steckt wirklich im Detail und ist wirklich sehr, sehr fies. Dementsprechend hier einmal die Richtigstellung. Phantom von Jubel kann nicht als Material für die Beschwörung eines weiteren Phantom von Jubel verwendet werden. Als nächstes haben wir was für die Würfelfreunde unter euch, denn hier war eine entsprechende Frage gestellt worden zu ein paar Karten, ja, mit Würfeleffekten. Hier war der Kommentar: Wie verhält es sich, wenn die Falle diese 6 offen liegt und ein Würfeleffekt sich aktiviert, der 2 Würfelwürfe ansagt, wie zum Beispiel Würfelkrug? Darf man dann nach jedem Wurf mit der Falle das Ergebnis ändern oder erst nachdem beide Würfe gemacht wurden? Und falls erst danach, darf man dann beide Ergebnisse beeinflussen oder nur eines davon? Die Karte diese 6 funktioniert so, dass man pro Spieler und pro Würfel, sag ich mal, Aktionen, hier spielt es auch keine Rolle, ob man einen oder mehrere Würfel wirft, nur das entsprechende Ergebnis von einem Würfel je Spieler ändern darf. Das heißt, im Falle von Würfelkrug würde der ganze Ablauf so aussehen, dass beide Spieler gleichzeitig ihren Würfelwurf werfen und dann der Besitzer von diese 6 entscheiden kann, ob er das eine Ergebnis oder halt auch beide Ergebnisse von einem Spieler entsprechend ändern möchte. Also von daher hat man da relativ guten Einfluss darauf, ob das Ergebnis von Würfelkrug zugunsten von einem selber ausfällt oder nicht. Ein bisschen anders ist es bei der Karte oder bei Karten wie Blinde Auslöschung beispielsweise.
Hier wirft man zwar drei Würfel, darf allerdings das Ergebnis nur von einem dieser drei Würfel, die man selber geworfen hat, entsprechend anpassen. Also im Grunde kurz zusammengefasst, diese 6 gilt pro Spieler und pro einem Würfelergebnis, das der jeweilige Spieler innerhalb dieser Aktion oder eines Effektes entsprechend ausführen darf und kann entsprechend, nachdem die Würfel geworfen worden sind, direkt angewendet werden. Als nächstes kommen wir zu einem sehr jungen und neuen Deck-Thema bzw. dem Bossmonster des neuen Millenniums-Themas, nämlich der Inkarnation der unaufhaltbaren Exodia. Und hier war die Frage, wenn Inkarnation der unaufhaltbaren Exodia seine Effekte zum Beispiel durch eine unendliche Unbeständigkeit annulliert bekommt und man im selben Zug nach erfolgreicher Auflösung der Unbeständigkeit eine Auslöschen-Lure auf jenes Monster erfolgreich angewendet wird, kann man dann die neuen Effekte noch im selben Zug benutzen oder werden diese auch annulliert? Also, die unendliche Unbeständigkeit selber annulliert per se erstmal sämtliche Effekte des entsprechend gewählten Monsters bis zum Ende dieses Spielzuges. Bei Auslöschen Lohe ist es so, dass das gewählte Monster zusätzlich zu seinen eigentlichen Effekten weitere Effekte quasi gutgeschrieben bekommt. Das hat aber auch zur Folge, dass wenn sämtliche Effekte eines Monsters annulliert werden, dass auch die neu hinzugefügten Effekte durch eine Auslöschen-Lohe ebenfalls mit zu der Annullierung reinzählen. Das heißt, man kann halt quasi nicht ein halb- oder ein semi-annulliertes Monster kontrollieren. Tatsächlich ist es so, sind die Effekte eines Monsters komplett annulliert, gilt das auch für nachträglich hinzugefügte Effekte, die das Monster erhält. Einfach weil unter der Warte heraus einfach sämtliche Effekte eines Monsters annulliert werden, spielt es keine Rolle, ob da neue Effekte hinzukommen. Das zählt immer gleich für alle Effekte des Monsters. Als nächstes kommen wir zu einer, ja, doch damals oder in den Anfangszeiten sehr beliebten Bordbrecherkarte bzw. Unterstützerkarte, um Felder zu brechen. Die Frage in den Kommentaren hieß, ich aktiviere die Karte Kein dunkler Herrscher mehr. Der Gegner kettet eine Falle an und aktiviert dann einen Monstereffekt als Kettenglied 3, um meine Karte zu annullieren. Ist das so möglich? Grundsätzlich funktioniert das tatsächlich so, denn Kein dunkler Herrscher mehr besagt, dass auf die Aktivierung von Kein dunkler Herrscher mehr nicht direkt ein Monstereffekt angekettet werden kann. Dadurch, dass der Gegner allerdings erst eine Fallenkarte als Kettenglied 2 an die Aktivierung von Kein dunkler Herrscher mehr aktiviert und dann als Kettenglied 3 einen Monstereffekt hinzufügt, verletzt er nicht die Beschränkung des Effektes von Kein dunkler Herrscher mehr, weil er halt nicht direkt an die Aktivierung von Kein dunkler Herrscher mehr mit einem Monstereffekt reagiert, sondern halt auf die Aktivierung der Fallenkarte. Wichtig hierbei ist, ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr diese Kette entsprechend so bilden wollt. Denn Karten und Effekte, die die Aktivierung einer Zauberfallenkarte bzw. eines Zaubereffektes annullieren wollen, können halt nicht in diese Kette so reingelegt werden, weil sich diese Effekte entsprechend direkt an den jeweiligen Effekt, den man annullieren möchte, anketten müssen. Das heißt, hier hätte man keine Chance, mit solchen Karten zu reagieren. Allerdings, wenn man eine Karte nimmt, wie beispielsweise Desiree des Unterweltlerschmieds oder glühender Rotdrachen erst Unterweltler Abyss, die allgemein einfach nur eine Karte auf dem Spielfeld werden, dann die Effekte entsprechend annullieren. Das funktioniert tatsächlich, wenn man halt auf die Aktivierung von Kein dunkler Herrscher mehr eine Karte mit einem anderen Typen, also eine Zauber- oder Fallenkarte, ankettet und dann den Schnelleffekt, der als beispielsweise beiden genannten Monster einfach der Kette hinzufügt. Das würde funktionieren. Als nächstes wollen wir mal eine Unklarheit hinsichtlich dem Auflösen von Effekten von Karten, die ja in einer Kette aktiviert werden und dann komischerweise auf einmal die Kontrolle wechseln. Hier war die Frage, als Kettenglied 1 wird der Effekt von Liebliches Labyrinth von der Silberburg oder als Kettenglied 2 Feindkontrolle zur Übernahme der Kontrolle von Liebliches Labyrinth von der Silberburg aktiviert. Welcher Spieler darf dann den Effekt von Liebliches Labyrinth von der Silberburg ausführen? Die Antwort ist hier relativ simpel. Der Spieler, der den Effekt von Liebliches Labyrinth von der Silberburg aktiviert hat, darf diesen Effekt auch noch weiterhin ganz normal auflösen, auch wenn innerhalb dieser Kette die Kontrolle über das Liebliche Labyrinth sich ändern sollte. Darf immer der Spieler, der einen Effekt aktiviert hat, auch den entsprechenden Effekt auflösen und zwar halt für sich entsprechend positiv geltend.
Als nächstes kommen wir zu ein paar Eigenheiten, die Monster ja haben bzw. kennen oder vergessen, wenn sie verdeckt werden. Das ist ein ganz spezielles Thema, das auch immer mal wieder als Frage aufkommt. Wenn ich ein Monster, das aus dem Extra-Deck beschworen wurde, zum Beispiel habe ich jetzt mal hier die Spiegeljade, den Eisklingendrachen genommen, mit Buch des Mondes in die verdeckte Verteidigungsposition ändere, vergisst das Extra-Deck-Monster dann, wie es beschworen wurde? Wird ein Monster verdeckt und wurde das Feuer aus dem Extra-Deck beschworen, dann vergisst es nicht, wie es beschworen wurde, aber es weiß nicht mehr, von wo oder mit welchem Material oder womit es entsprechend beschworen wurde. Das heißt, wenn ich ein Spiegeljade, den Eisklingendrache mit Buch des Mondes, Buch der Verfinsterung oder ähnlichen Karten verdecke und dann später wieder aufdecke, zählt das Monster weiterhin noch als fusionsbeschworenes Monster. Allerdings weiß es nicht mehr, dass es aus dem Extra-Deck beschworen wurde. Das heißt, es zählt nicht mehr als ein aus dem Extra-Deck beschworenes Monster. Und sollte es für entsprechende Effekte relevant sein, weiß es auch nicht mehr, mit welchen Monstern es als Material beschworen worden ist. Also das sind Eigenschaften, die Karten quasi vergessen, wenn sie verdeckt werden. Also nochmal zur Zusammenfassung. Wenn ein Monster verdeckt wird, oder wenn es aus dem Extra-Deck beschworen wurde, vergisst es nicht, wie es beschworen wurde. Sei es als Fusion, Synchro, Exis, Link-Beschworen, das weiß es nach wie vor. Es weiß aber nicht mehr, von wo es beschworen wurde. Und es weiß auch nicht mehr, womit es beschworen wurde. Das sind halt Eigenschaften, die ein Monster quasi vergessen kann. Die nächste Frage beschäftigt sich mit einem Thema, das ich nochmal in den künftigen Tutorials ein bisschen ausführlicher behandeln wollte, nämlich das Thema Kettenbildung und wie viele Ketten letzten Endes gebildet werden können zu einem gewissen Zeitpunkt. Hier war der Kommentar. Ich habe eine Frage zu der Interaktion mit einem ausgeglichenen Zweikampf. Es ist ja jederzeit möglich, einen ausgeglichenen Zweikampf des Gegners mit entsprechenden Karten zu annullieren. Er kann dann, wenn vorhanden, einen zweiten und oder einen dritten aktivieren, solange es das Ende der Battle-Phase ist. Aber wie ist es bei Konterfallen, beispielsweise Feierliches Urteil? Wird auch dann die Battle-Phase beendet oder hat er stets die Möglichkeit, ausgeglichener Zweikampf zu aktivieren? Konterfallenkarten ändern nichts an der Tatsache, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt innerhalb eines Zuges, also zu bestimmten Phasen oder Subphasen, entsprechend beliebig viele Ketten bilden darf. Das heißt, befinde ich mich gerade am Ende der Battle-Phase und aktiviere hier den ausgeglichenen Zweikampf, annulliere ihn mit einer beliebigen Karte. Hier spielt es auch keine Rolle, ob ich entsprechend Feierliches Urteil als Konterfallenkarte benutze oder einfach nur einen anderen Schnelleffekt, um halt den ausgeglichenen Zweikampf zu annullieren. So kann ich immer noch in der gleichen Phase, nachdem die Kette aufgelöst wurde, auf das entsprechende Abwickeln der Fallenkarte halt eine weitere Karte in Form von ausgeglichener Zweikampf oder einen anderen Schnelleffekt mit Zaubergeschwindigkeit 2 oder höher aktivieren und so eine neue Kette starten. Das heißt, es spielt keine Rolle, welchen Kartentyp ich jetzt für meine Kette ins Spiel bringe. Es ändert nichts an der Tatsache, dass quasi in jeder Phase oder Subphase, in der ich mich gerade befinde, entsprechend beliebig viele Ketten bilden kann, solange ich entsprechend Schnelleffekte habe, die ich auch zu dem entsprechenden Zeitpunkt aktivieren darf. Die nächste Frage soll ein wenig nochmal die Unklarheiten, was den Unterschied zwischen den Beschwörungsarten per Mechanik oder halt per Effekt angeht. Hier war der Kommentar: Hallo zusammen, ich habe eine weitere Frage. Wie genau funktioniert Großes Horn des Himmels? Mir wurde gesagt, dass diese Karte wohl das Timing verpassen kann, wenn ein Monster per Effekt beschworen wird. Vielen Dank für eure Hilfe. Zunächst einmal, das Timing verpassen hat mit dem Großen Horn des Himmels und den Annullieren von Beschwörung erstmal nichts zu tun. Das Timing verpassen ist ein Thema, was aufkommt, wenn mehrere Triggereffekte bzw. wenn Effekte als Reaktion auf Trigger oder andere Effekte entsprechend in die Kette gelegt werden sollen. Da ist das Thema Timing dann relevant. Für den Kontext, die Beschwörung eines bestimmten Monsters zu annullieren, hat hier nichts zu tun. Bei Großes Horn des Himmels ist es so, dass diese Karte nur gegen Beschwörungen per Spielmechanik funktionieren. Also alle Beschwörungsarten, bei der kein Effekt benutzt werden muss, um entsprechend das Monster beschwören zu dürfen. Beste Beispiele hierfür sind Synchro, Exis, Pendel oder Link-Beschwörung. Das haben wir in den Tutorial-Videos, wo wir die einzelnen Extra-Monsterarten bzw. speziellen Monsterarten näher erklärt haben, einmal aufgeführt, dass es halt hier Beschwörungen per Mechanik sind. Bei Beschwörungen, die durch einen Effekt kommen, da muss man dann entsprechend andere Karten für benutzen.
Ein Hinweis darauf, ob man erkennt, ob eine Karte gegen Beschwörungen per Mechanik oder per Effekt funktionieren, kann man eigentlich in den Kartentexten relativ gut finden. Bei dem Text von Großes Horn des Himmels, welches nur gegen Mechaniken funktioniert, steht im Text dran, wenn der Gegner ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung beschwören würde. Das heißt, hier geht man davon aus, dass hier eine Beschwörung per Mechanik genannt wird. Beschwörungen per Effekt können nur mit Karten annulliert werden, die eine vergleichbare Passage wie beispielsweise eine ernste Warnung besitzen. Wenn nämlich hier davon die Rede ist, wenn ein Effekt aktiviert wird, der ein oder mehr Monster beschwören würde, dann könnt ihr entsprechend auch auf beispielsweise eine Ritualbeschwörung bzw. Fusionsbeschwörung reagieren bzw. den Versuch einer Ritual- oder Fusionsbeschwörung und könnt dann diese Beschwörungsarten damit verhindern oder halt Effekte von Monstern, die halt andere Monster als Spezialbeschwörung beschwören würden. Also von daher achtet da ein bisschen genauer auf den Kartentext der jeweiligen Karte, wie er formuliert ist, um halt entscheiden zu können, kann ich eine Beschwörung per Mechanik nur annullieren oder kann ich tatsächlich auch einen Effekt annullieren, der ein Monster beschwören würde. Das ist eigentlich in den Kartentexten sehr genau beschrieben und eigentlich auch hoffentlich verständlich genug auch nachvollziehbar. Mit der vorletzten Frage des heutigen Videos wollen wir ein paar Unklarheiten hinsichtlich der Phrase einmal pro Spielzug auflösen, auch wenn das eigentlich für ein Thema ist, hinsichtlich der Schlüsselwörter in Effekttexten, die demnächst nochmal weiter fortgesetzt werden. Hier war der Kommentar, darf ich den Effekt von Gungnir, Drache der Eisbarriere, auch im gegnerischen Zug nutzen, da er ja sagt, einmal pro Spielzug, du kannst zwei Karten auf den Friedhof abwerfen und dann dieselbe Anzahl Karten wählen, die der Gegner kontrolliert, zerstöre sie. Ich frage, da es ja kein Schnelleffekt ist, aber drauf steht einmal pro Spielzug. Nein, der Effekt von Gungnir, Drache der Eisbarriere, darf nicht im gegnerischen Zug benutzt werden. Eben aus dem einfachen Grund, dass hier das Schlüsselwort Schnelleffekt in seinem Kartentext nicht auftaucht. Warum also dann das einmal pro Spielzug in seinem Kartentext? Die Phrase einmal pro Spielzug soll nur darauf hinweisen, dass man halt diesen Effekt von Gungnir, Drache der Eisbarriere, nicht mehrmals im gleichen Spielzug während der eigenen Main-Phase benutzen darf. Würde diese Einschränkung fehlen mit dem einmal pro Spielzug, könnte man theoretisch diesen Effekt auch mehrmals machen. Das heißt, man wirft das eine Karte ab, um seinen Effekt zu benutzen, um eine Karte des Gegners zu zerstören und würde den Effekt einfach nochmal aktivieren, um eine weitere Karte zu zerstören, um zu schauen, ob der Gegner auf die erste Aktivierung oder die zweite Aktivierung von dem Effekt von Gungnir reagieren möchte. Und um zu starke Effekte oder halt das zu häufige Verwenden von dem gleichen Effekt einer Karte einzuschränken, steht auf den jeweiligen Karten meistens dann auch drauf, einmal pro Spielzug. Das Ganze, wenn man das halt dann entsprechend sauberer formulieren möchte oder halt vollständig formulieren möchte, würde heißen, einmal pro deinem eigenen Spielzug während der Main-Phase. Das ist im Prinzip die, sag ich mal, vollständige Übersetzung der Phrase einmal pro Spielzug. Also sie weist im Prinzip nur darauf hin, dass man während des eigenen Spielzuges den Effekt der jeweiligen Karte nur während der Main-Phase ein einziges Mal aktivieren darf, allerdings nicht während der gegnerischen Main-Phase oder während des gegnerischen Spielzuges. Dafür muss dann explizit dann, wenn es sich um ein Monster beispielsweise handelt, dann auch wichtig das Schlüsselwort Schnelleffekt mit im Text enthalten sein. Ansonsten dürft ihr entsprechende Effekte, die einmal pro Spielzug nur benennen, nur während des eigenen Spielzuges benutzen. Ein bisschen anders, da gibt es auch wieder ein paar nette kleine Beispiele, um das ein bisschen, sag ich mal, zu verkomplizieren, ist es bei Karten, die unspezifisch während einer bestimmten Phase eines Spielzuges aktiviert werden dürfen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Karte Zeitdieb Wiederholer, denn er besagt tatsächlich einmal pro Spielzug während der Standby-Phase oder während der Standby-Phase. Dieser Effekt kann tatsächlich während der Standby-Phase beider Spieler benutzt werden, weil hier eine unspezifische Angabe einer Phase gemacht wird, kann man hier den Effekt von Zeitdieb-Wiederholer tatsächlich sowohl im eigenen als auch im gegnerischen Spielzug anwenden. Das ist ein signifikanter Unterschied, ob man jetzt von einem gesamten Spielzug redet oder unspezifisch, ganz wichtig hierbei, von einer allgemeinen Spielphase eines Spielzuges redet, das darüber entscheidet, ob man den Effekt halt im eigenen oder im gegnerischen Spielzug aktivieren darf. Echt eine knifflige und fiese Geschichte manchmal, aber wenn man die Details einmal kennt und verinnerlicht hat, auch dann entsprechend gut nachvollziehbar.
Kommen wir mit der letzten Frage des heutigen Videos noch einmal zurück zu der Karte ausgeglichener Zweikampf in Kombination mit Spielmarken. Denn wie die beiden Karten zusammenspielen oder diese beiden, die Karte mit in den Spielmarken allgemein, da stolpert man auch immer mal gerne wieder ein bisschen drüber. Hier war nämlich der Kommentar, wie wirkt sich eigentlich ausgeglichener Zweikampf auf Spielmarken aus? Laut Master Duel kann man sie nicht auswählen beim Effekt. Sie bleiben auf dem Spielfeld. Was auch genau richtig ist. Denn Spielmarken haben eine wichtige Eigenschaft, denn sie dürfen nicht verdeckt verbannt werden. Oft verbannt geht tatsächlich, aber dadurch, dass ausgeglichener Zweikampf gegnerische Karten verdeckt verbannt, haben sie entsprechend auf Spielmarken keine Auswirkung. Was bedeutet das dann letzten Endes, wenn der Gegner Spielmarken kontrolliert und ich ausgeglichener Zweikampf aktiviere? Also, aktiviert man ausgeglichener Zweikampf und der Gegner kontrolliert Spielmarken, sind die, wie gerade schon erwähnt, von dem Effekt von ausgeglichener Zweikampf nicht betroffen, sondern der Gegner muss dann alle anderen Karten auf dem Spielfeld zwangsläufig verdeckt verbannen. Sollte der Gegner hierbei dann mehr Spielmarken besitzen als der Spieler, der ausgeglichener Zweikampf kontrolliert, dann werden halt nur alle Nicht-Spielmarkenkarten verbannt und alle anderen Spielmarken bleiben auf dem Feld, auch wenn er dadurch halt nicht genauso viele Karten kontrolliert wie der Spieler, der ausgeglichener Zweikampf aktiviert hat. Das heißt, hier wird der Effekt im Prinzip nur so weit aufgelöst wie möglich. Das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte, wenn der Gegner halt Spielmarken kontrolliert und man ausgeglichener Zweikampf aktivieren möchte. Spielmarken bleiben einfach getrost auf dem Feld und es werden dann nur entsprechend so viele Nicht-Spielmarkenkarten verbannt, bis dann die Anzahl der Karten, die sich gerade auf dem Spielfeld befinden, bei beiden Spielern gleich ist. Das waren sie wieder, die 10 Fragen, frag den Judge für diese Woche. Falls ihr jetzt noch weitere Regelfragen haben solltet, schreibt auf jeden Fall dann eure Frage unter den Kommentaren in des aktuellsten Videos zu Frag den Judge. Natürlich immer ganz wichtig mit dem Hashtag Frag den Judge, damit wir auch dann schön einen kleinen Bonus dafür gewinnen können. Und falls euch diese Folge wieder gefallen haben sollte, lasst gerne nochmal ein Like da und vergesst natürlich auch nicht das Abo auf dem Kanal, damit ihr auch keine andere Folge von Frag den Judge verpasst. Dann sagen wir jetzt noch einmal Dank oder ich insbesondere Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bleibt neugierig, wir sehen uns.